Mal gucken, wo wir was sehen, ne? Von da, wahrscheinlich von da, wo das da dran steht. Auf die Würmer. Ah! So, ja. Hör mal. Ja. Okay, du hast schon wieder 4,5 Rosen. Das... Ja, das ist sehr gut. Hm? Muss wen umbringen? Ja, wie sieht das aus, ne? Muss ich das nicht die ganze Zeit? Also, ne? Nicht, dass ich es will, ne? Ich bin ja so friedfertig. Natürlich. Weil ja. Ich weiß gar nicht, wie man auf solche Ideen. Oh nein. So, gucken wir uns mal um. Hier ist nichts. Keine Erinnerung oder so? Nee, da können wir gar nicht. Okay. War nicht zu früh, war, dass du da runtergesprungen bist. Ja, aber Mann. Wo muss ich jetzt lang? Hallo? Hey. Ah. Ach, guck. Ach, guck. Aha. Ja. Boah, der ist so ätzend, ne? Der ist so fies. Wir werden uns erstmal Zeit lassen. Wir werden erstmal ein bisschen. Aha, einfach aus Prinzip, ne? Einfach aus Prinzip. Können wir das? Oder macht's? Warum geht das nicht? Das wird wahrscheinlich nicht. Das habe ich mir schon gesagt. Manu! Was ist dein Name? Warte, mal Manu? Warum lasse ich den rein? Warum lassen wir den rein? Den gesamten Bild. Alles klar? Jo. Hi. Naja, man kann es auch mal versuchen, ne? Ich sprenge alles in die Luft. Alles und jeden. So. Oh, okay. Oh, was ist denn da? Ach, du Scheiße, die Eisenbahn. Das zuckelt. Nee, der könnt nicht. Der könnt nicht. Also aussehen tut der Typ ja gut, aber. Denk mal zu Wir haben den Grund des Bebens gefunden. Aber warum schütteln sich die beiden? Was haben sie vor? Ihr werdet uns nie aufhalten, Hutmacher und Alice. Er ist weg! Ihr seid zu spät! Diese abscheulichen Tischmanieren! Sie sind die Zerstörer des Wunderlands! Entehrer, Verstörer, Entblößer, entzückend! Haben Sie diesen infernalischen Zug erschaffen, um das Wunderland zu zerstören? Was tut das zur Sache? Sie haben den Tod verdient! Da, lass mich sofort runter! Ich soll genug verlabert! Kampfzeit, Fräulein! Was? Kampfzeit? Ja, toll. Das ist das Geldmacher-Aufgabe. Wer oder was? Lasst falsche Hoffnung fahren! Vergesst, was gewesen! Es ist vollbracht! Wahnsinn hält Einzug! Spinnt den Irrwitz fort! Ja, Lust! Oh, lecko, Mio, was jetzt? Ich höre gar nichts, mal kurz so. Was? Oh nein! Ah, nein! Nein! Ja. Juden. Ja? Nein! Meine kostbare Domäne und die Gäste. Ich wollte doch nur noch eine Teegesellschaft. Bitte, Hutmacher, du hast es versprochen. Wo fährt dieser Zug? Was ist sein Zweck? Sag es mir! Sofort! Jetzt ist keine Zeit für deine Themen. Es ist Zeit für den Tee. Über Züge kannst du mit Suppe nicht mehr unterreden.
Ehre die Spiegellinie betrieben. Kommt schon, Leute, wir können trotzdem Freunde sein. Ich habe einen schönen Anzug. Trinkt, trinkt. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Ich will sie zusammenfügen, aber ich glaube, dass der Zug dies verhindert. Hilf mir, du hast es versprochen. Bitte den, der denen hilft, die sich selber helfen. Kernig formuliert. Er verdiente den Tod. Und ich ertrinke gleich in Tee und Ignoranz. Oh Mann. Oh Mann. Whitechapel ist nicht Nonnens verkommen, dann. Auch, es ist der Kopf von irgendwas. Nanny war so schnell kann man nicht. Was? Hab mir eine Nymphe an Land gezogen. Gelobt seien alle Heiligen. Ach, Schande, wir sind seine wieder Wege sind unergründlich. In der echten was machst Welt. Du mit ihr? Nehmen Sie mit in die Mangled Mermaid und mit mir im Bett. Im Dunkeln lässt sie's gut rumpeln, ne? Was macht ihr denn da? Was ganz Natürliches, Schätzchen. Für mich ganz und gar nicht. Pfoten weg! Oh Mann. Oh nein, ich will die Katze. Oh? Nein. Die weiße Katze erinnert mich an mein Schneeflöckchen. Nanny kannte sie. Okay. Dieser Hafen ist wie gemacht für Billingsgate Market. Keiner fragt, wo sie herkam. Ein Fehler. Fisch aus diesem Bereich der Themse ist giftig. Okay. Ja. Okay. Ziemliche Waschküche heute Abend, was, Jake? Stimmt, hätte keine Lust auf diese Brühe. Okay, die Dienstarbeit. Heute Morgen liegen zwei Sachen an. Wenn's noch schlimmer wird, wohl doch nicht. Weiß nicht, was du meinst. Ich bin die Wohltätigkeit in Person. Ja, das war X, ne? Wo war das? Von dir? Nee. Geh einfach weiter. Keine Ahnung, was in diesen Kisten drin war. Unerreichbare Träume. So wahrscheinlich, wie ich ausgefallene Orte sehen werde. Okay. Gut, hier ist das Lager. Sehr schön, dem Kätzchen hinterher. Ja. Eis kann ein Bild zurückwerfen, wie Bernstein ein Objekt einfangen und konservieren, für immer. Oder bis es schmilzt. So, das ist Eis hier. Gar nicht als Eis. Ach, guck mal, da ist doch ein Anglerfisch. Anglerfisch wollte ich gerade sagen, das ist der mit dem Licht vorne dran. Ja, kennen wir ja, ne? Hatten wir ja schon auf dem Kopf. Komm, wir schleichen uns hinten raus, kippen in der Mangled Mermaid noch ein Pint. Okay. Oh, wie ätzend, ne? Aber ich glaube, so war das früher am Hafen. Meinst du nicht auch so in London? Ja. Ja. Anglet. Anglet Mermaid. Die was? Also die so und so und so Meerjungfrau. Mermaid. Ja? Müssen wir da rein? Nee, aber ich bin runter. Welche Treppe hast du? Da, wo du gerade langgelaufen bist. Warte, hier? Da ist eine Treppe runter. Ach, ja. Er redet nicht mit uns. Sehen. Und durch. Junge, du wirst nass, ey. Das gibt Blasenentzündung und so, ne? So eine ungeschliffene Schnecke magst bestimmt auch ungeschliffen. Ein attraktives Angebot, aber ich bin verabredet mit einem anderen Mann. Mädchen, muss es denn wirklich die harte Tour sein? Der Doktor meinte, ich hätte diese schreckliche Krankheit. Ja, scheiße, ne? Da kommen wir nicht rein. Das ist garantiert eine, die anschafft. Oha. Oha. Ist Leben enthaltsam für immer. So. Das East End ist lausig, wenn es um Spektakel und Schau, Feuerschlucker und Freaks geht. Dieses Schmierenstück wird blutrünstig, grell und melodramatisch sein, gewürzt mit schlüpfrigen Liedern, das Publikum genauso roh und... Und? Und nix. Okay.
Hier zu dem können wir nicht, hier geht's auch nicht weiter. Dann denke ich mal, müssen wir ja hier weiter. Ich hasse so dunkle Gassen. Wo ist mein Geld, du dreckiger Mistkerl? Guck mal, die hat einen Anker. Schick diese fettärschigen Schlampen auf die Straße oder dein Hirn bekommt frischen. Verpiss dich, du Schwanzlurch. An Long Tim kommst du nie vorbei. Ich krieg, was du und deine Flittchen mir schulden, du Twitter-Hexe. Wirst schon sehen. Wie du vielleicht bemerkt hast, nässe ich mich deswegen nicht gerade ein. Ach, schön. Alice Little. Was eine nette Abwechslung. Beweg dein derangiertes Selbst die Treppe rauf. Warum denn? Müssen wir? Wollen wir das? Welche Treppe? Durch die Tür da rein. Ja. Ah, okay. Ist er tot? Tim meinte mal, er würde bestimmt von einer ansteckenden Krankheit dahin gerafft. Hätte wohl nicht gedacht, dass ihr Name Jack Splatter lautet. Ist er tot? Ich weiß es nicht. Mein Pferd. Und du Armes. Du hast immer ein komisches Gesicht. Okay. So. Alk. Eine Menge Alk. Oha. Okay. Es spielt einer am Klavier, der nicht zu sehen ist. Er ist unsichtbar. Okay, den Ball, da liegt einer. Geh mal Limo. 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 Geh mal Limo. Echt, ich habe einen harten Tag hinter mir. Gib mal eine Limo. Du kannst alles auf der Karte bestellen. Bekommen wirst du allerdings nur schales Bier oder magenzersetzenden Gin. Dann nehme ich doch den Gin, ne? Okay. Scheißer, kleiner Scheißer. Was liegen da Waffen auf dem Boden? Wo denn? Ist hier? Röll. Das sieht so. Ach so, hier geht's. Da geht's um den Zimmer. Hier wirst du wohl wahrscheinlich nirgendwo reinkommen. Also wahrscheinlich sind die Damen bei der Arbeit. Ja. Da will man ja auch nicht stören. Ich fackel dir die Hütte ab, wenn du mir nicht gibst, was mir zusteht. Verschwinde! Sie hat nichts getan! Sie hat meine Gefühle verletzt. Aha. Oh shit. Feuer. Oh, ja. Ja, super. Echt. Und jetzt gehen wir wieder ins Traumland. Voll. Da schlägt der ein Kind. Was sagst du denn dazu? Ja, kann ich nichts zu sagen. Leichen der Verfall kennt keine Verteidigung. Erledigt ihn schnell. Ach du Kacke. Oha. Wie kalt, würde ich mal so sagen, oder? Ja. Wundervoll. Voll. Ach du schon, ne? Okay. Du sammelst weiterhin deine Ding. Ja. Bestimmt Weg, ne? Warte mal. Da, wo du jetzt gerade warst, schmeiß mal einen Hut hin. Da. Aber? Ja, sein kann. Ich bin mir fast sicher, dass das gegangen wäre. Hm. Ja. Und nur da oben, ne? Nein! Oh, ich hab... nein! Hopp's noch hoch. Lass mich jetzt... Ah, das ist doch... Ich... Gott. Das gehört nicht auf die Liste, ne? Weil das ist... Das war Absicht, das weiß ich ja wohl. Mhm. Also, wir gehen erst da oben lang. Wie, jetzt sag nicht, das war alles hier, wofür ich mich in den Tod gestürzt habe. Warte, guck mal da runter. Was ist das für ein Tier da? Ein Anglerfisch mit Beine. Ein Anglerfisch mit Beinen. Ey, das ist ja wohl... Guck mal, hier ist gar nichts.
Aber ich hätte schwören können, dass da hinten das was ist, ne? Kannst du nicht einmal bücken? Gesundheit. Danke. Schrumpfen! Du hast recht. Nicht schlecht. Nicht. Ich hätte schwören können, dass da was ist. Gut, du bist gut, ehrlich. Ich hab das gesehen, aber ich wusste nicht. Naja, manchmal kann man auch durch die Dinger durchgehen. Das war ja schon mal. Echt super. Das hätte ich nicht gesehen. Da hätte ich auch nichts vermutet. Wie hast du das vermutet? Och, wenn du draußen stehst, siehst du das. Diese Umrandung um diesen Dings drumherum. Dreh dich mal um. Siehst du da oben diese Umrandung? Ach da. Deswegen habe ich das ja gesagt. Nicht schlecht. Also wirklich, hätte ich nicht gesehen. Hätte ich jetzt alleine gespielt, hätte ich das nicht gesehen. Nein, aber ist egal. Hallo? Wurm. Du spinnst wohl. Da war ein Wurm. Wo? Ja, hatte dich verletzt. Glaube ich, oder? Da hatte ich dieser Dings verletzt. Nee, das... Dann... Mal die Eule an. Oh. Serena. Ach, wie er schleicht. Oh nein, nicht schon wieder der Dreier. Aber du. Och, du Kacke. Ah, Moment. Moment. Keine Zeit, keine Zeit. Und jetzt können wir. Das ist noch keiner. Ah, shit. Hat er den Arm verloren gerade? Nee, er hat den Arm verloren? Als er den abgeschossen hat, der Arm verloren. Oh, Mensch, lass mich doch mal da weg, Herbert, nochmal. Einmal eine Schule nicht. Was ist denn? Ein Köpfchen ist weg. Der braucht das so ewig lang, ne? Ja, der braucht lang. Hallo? Diesmal. Was bist du denn für eine linke Wehe, ey? Der hat vorgetäuscht. Aber echt? Auch noch. Vorgetäuscht. Sehr gut. Ob ihn das verletzt, wenn er die Welle zurückkriegt. Ja, das weiß ich auch nicht. Also, unter normalen Umständen würde ich ja eigentlich sagen, sowas müsste ihn eigentlich verletzen. Ne? Ja, ist klar. Komm wieder. So. Wer ist er denn?
Lenker. Ist das der? Was macht der Yeti hier? Bleibt der nicht, warum kann er nicht zu Hause bleiben, der Yeti? Was will der hier? Ist hier noch irgendwas? Nee, kannst, ne? Kannst du da durchgehen? Einfach mal versuchen. Ein Zahn, ein Zahn. Achso. Ja, den haben wir ja leider nicht. Ja. Der fehlt uns hinterher, ich sag's dir. Okay, der wird dafür sorgen, dass er uns runterpustet. Da wird das runtergehen, das geht runter, das geht runter. Pass auf, Manu, warte mal, bevor du da lang gehst, guck dir mal noch einmal die Eule an und da ist ja, auch ja, natürlich gucke ich mir die Eule an, was ist das denn? Ja, das wüsste ich auch ganz gerne. Pferdekopf. Ja, aha, stell mal ein Hütchen hin. Könnte gehen. Ja, guck mal, oben dran, stand's doch. Du bist gut. Okay, wir holen erst das Ding und dann gucken wir auf die. Was ist das denn, warum ist das denn dunkel da drin? Das ist Schlotter oder so. Yeah. Ja. Was zum Henker ist, irgendwie sieht die nicht gut aus. Gesund nicht. Nein, die sieht nicht gut aus. Na gut. Guck mal, der Mond, warte mal. Oh, cool. Was hat der da an der Schnute? Ein Pfeif oder so? Pass auf, der Boden geht bestimmt runter. Könnte ich meinen Arsch drauf verwenden. Los, ne? Nee, doch nicht. Das ist ein Schiff, guck mal, da hinten ist ein Schiff. In der Flasche. Cool sieht das aus, Hammer. Schiff in der Flasche mit Brief, ja, oder was? Ja, guck mal, so eine Bottle. Ja, okay. Ja. Nun kann man den wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Da ist eine Schweinenase. Oh, wie cool zu wissen. Gib mal Gas. Ja, wie komme ich denn ran? Guck mal. Vorsicht, die kann nicht runterpusten, ne? Ups. Du dürftest gehen. Bei dem Krach hört man ja nichts, ne? Du musst doch mal zurück, oder? Ich weiß auch, Schweineköpfe, ey. Du musst dich darüber blasen lassen, guck mal. Aber erst wenn wir jetzt mal die Schweinenase machen. Ja, ich denke auch, dass wir da runter müssen. Wir gucken jetzt mal kurz, was hier noch ist. Sieht doch nicht so gesund aus. Oh mein Gott. Ja, die Frage ist, was das immer. Wird ja wohl nicht wieder zugehen, oder? Ich weiß es nicht. Aha. Ach du Scheiße. Das ist eine Ratte in einem Haus oder so. Ja, wohin jetzt? Ich würde versuchen, dass da das dazwischen, aber ich weiß es natürlich nicht, ne? Was dazwischen? Meinst hier, ne? Ja. Die Frage ist, bläst er dich bis dahin? Weil irgendwie sieht das ja dann aus. Ach ne, oder haben wir von da geguckt? Okay, wir wissen, wo wir sind, alles klar. Okay, also müssen wir tatsächlich da runter. Ja, gut, okay. Aber es ist besser so, als ich wenn es. Eben, sonst ärgern wir uns hinterher, weil wir irgendwas verpasst haben oder nicht gesehen haben, weißt du? Dann doch lieber so. Die Schweinenase und so, die hatten wir ja jetzt nur noch gesehen. So. Nun gut, dann gehen wir also runter. Ich weiß nicht, ob ich da runter will, aber. Eine Rutsche bestimmt. Aber klar.
Wow, oh nein, guck mal, oh nein, cool. Oh nein, oh nein, wo, wo? Was ist das denn? Ein Schachspiel oder was? Ich glaube, dass er da nicht so lange drin war, oder? Hier ist auch nochmal eine Schweinenase, hast du gehört? Ja, ich hab's gehört. Heckenpferd. Zerstört Hindernisse mit ungezügelter Kraft. Galoppiert durch gegen Gegner. Reihen. Gegnerreihen. Einfach umwerfend. Was ist deine neue Waffe? Steckenpferd durch schwache Strukturen mit Leichtigkeit. Ah. Okay. Was stand da noch? Wieso konnte ich das jetzt nicht lesen? Was ist das? Ein Anglerfisch. Ein Eissnark. Ach, wie schön. Ein Eis. Ja, wie. Was? Was denn bei dir nicht in Ordnung? Und wie bitte, Aber wie? Ich habe nicht die Ahnung, wie ich die auswähle, die Waffe. Ich muss da bestimmt draufhauen, aber ich weiß nicht, wie man die... Warte mal, ich muss mal... Fernwaffe Steckenpferd. Okay. Y. Ich glaube nämlich, dass man den anschießen muss und dann. Ja, genau das. Da kommen noch mal mehr. Ach, Kacke. Was ist das denn? Ein Pond. Nicht anfassen! Kann man auf Perspektive, ist aber auch übel, ne? Ja. Ach, den hier Hauch, mach dich! Oh. Vergesst nicht, die Zähne im Waffenmenü auszugeben. Das vergessen wir nicht. Ja, vielleicht hat dein Steckenpferd schon mit 110 Level 2, keine Ahnung nicht. Da springen. Weiß nicht. Dreh dich weiter. Drehen beim Gebück, da ist noch was. Guck mal, da kannst du reinhauen, da wo das. Oder? Weiß nicht. Nee. Ha! Schweinenase! Ja, deswegen. Wir gucken gleich mal. Warte mal, dreh dich mal noch ein bisschen. Hm? Du guckst ja erstmal nach Waffen, ne? 500. Boah, ist das gleich von Anfang an so teuer? Was? Schweinchen. Warte, komm mal hier drauf, ne? Da oben, wie kommen wir denn da hin? Stimmt, wenn man das Schweinchen findet, ne? Legt der aber den jetzt Weg, höre ich ne? Das nicht mehr. Doch, ich höre es immer noch rechts. Irgendeine Wand zu durchbrechen, irgendwie. Das, genau. Kommen wir von da oder von wo kommen wir denn? Ich glaube, das ist wirklich draußen, das Schweinchen, aber. Ja, von da oben kommen wir. Da ist. Ja, müssen wir mal gucken, dann müssen wir mal suchen, das Schwein. Hoffentlich gehe ich jetzt nicht in einen neuen Abschnitt, das ist meine größte Angst, ne? Ah, dahinter ist das Schweinchen, oder? Aha. Das. Und du kriegst jetzt erstmal. Ich kann nichts dafür, da drin ist das Schwein. Das ist egal. Schweini! Ich höre dich. Unter dir.
Ja, warte, muss ich mal da rüber springen, ne? Also, echt, das Spiel ist wirklich der absolute Hammer, oder? Du stimmst mir also voll zu, ja? Absolut, total. Dreh dich mal um, bevor du weitergehst. Mal schön gucken. Da oben muss. Oh Gott. Schlechte Nachrichten. Das Schiff wurde zerstört. Die Besatzung ist verschollen. Es war nicht gemacht für das arktische Packeis. Dieser internationale Wettstreit bei Polarexpeditionen ist eine Vergeudung von Menschenleben. Ja.